Die Fed kommt immer mehr unter Druck durch immer hawkischere Investoren. Deswegen steigen die Anleiherenditen. Das wiederum bringt die Aktienmärkte unter Druck. Diese haben maßgebliche Trendbrüche vollzogen, aber von Panik ist trotz relativ großer Minuszeichen keine Spur erkennbar, denn das, was wir gestern gesehen haben, das war kein heftiger, schneller, krasser Fall, sondern das ging so ströpfchenweise nach unten, so als würde man aus einem Fahrradschlauch das, die Luft kontrolliert rauslassen, indem man das Ventil ein bisschen aufdreht, aber nicht sofort die ganze Luft auf einmal aus diesem Reifen lassen. Also das ist jetzt eine interessante Situation, zumal wir am Freitag einen kleinen Verfall haben, da verfallen Optionen, und wir wissen, dass vor allem amerikanische Privatinvestoren sich massiv nochmal eingekauft haben in diese Märkte. Das könnte ein wilder Ritt werden, und wir wollen uns die Ausgangslage mal anschauen. Eins ist auf jeden Fall klar: die Fed kommt groß unter Druck. Wir sehen hier diese Fed Rate Hike Probabilities, 68% Wahrscheinlichkeit. So der Stand gestern, dass wir 4 Zinsanhebungen sehen im nächsten Jahr. Die Realrenditen, also die Renditen am Anleihemarkt minus Inflation, sind jetzt so positiv wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Das ist ja immer das Argument der Dauerbullen, dass man gesagt hat, ja, also guck dir die Realrenditen an, die werden immer negativer, das ist gut für die Aktienmärkte. Jetzt sehen wir durch diese steigenden Anleiherenditen, dass die negativen Realrenditen immer geringer werden. Es geht also nach oben in dieser Hinsicht. Und wir sehen, dass der Dow gestern 540 Punkte gefallen ist, die 10-jährige US-Staatsanleihe ein 2-Jahres-Hoch erreicht hat, Nasdaq 2,6% im Minus, Nikkei 3% im Minus heute Nacht. Und jetzt kommt die neue These am Markt, dass die Fed eigentlich 0,5% die Zinsen anheben müsste im März. Also nicht ein normaler Zinsschritt von 0,25%, sondern ein großer Schritt wird jetzt geradezu gefordert, 0,5%. Das hat Bill Ackman ins Spiel gebracht. Das bringen immer mehr Analysten jetzt ins Spiel. Und die nächste FOMC-Sitzung, die ist ja schon nächste Woche. Also es ist nicht mehr lange hin. Was sollte man da also tun? Jim Bianco sagt, bevor ihr euch überlegt, ob jetzt ein großer oder ein kleiner Zinsschritt, wäre es doch mal wichtig, dass die Fed endlich sagt, wir hören jetzt sofort mit dem QE auf. Das will man ja bis Ende März fortsetzen. Warum nicht sofort die ganze Geschichte erstmal enden, statt jetzt noch weiter 60 Milliarden zu kaufen und dann 30 Milliarden im nächsten Monat? Wahrscheinlich wird sie das nicht tun. Also das ist jetzt einer in dem Chor, der sagt, ihr müsst schneller vorangehen, aber macht das nicht mit den Zinsen, sondern macht das erstmal mit diesem Quantitative Easing. Wir werden sehen, ob es passiert. Was würde ein großer Zinsschritt bedeuten? Wir hatten das zuletzt gesehen, dass die Fed im Mai 2020 die Zinsen um 0,5% angehoben hat. Für die Tech-Aktien war das damals nicht wirklich so ganz toll. Der Nasdaq hat dann 14 Jahre gebraucht, bis er wieder den alten Stand erreicht hat. Und jetzt haben wir ein seltsames Spiel an den Märkten. Je mehr die Tech-Werte unter Druck kommen, umso mehr Geld scheint praktisch durch die veränderten Geldströme umgeleitet zu werden in Commodities und Energy, also in Rohstoffe und Energie. Das wiederum treibt den Ölpreis nach oben, das wiederum bringt die Fed noch mehr unter Druck, hier hawkisch zu agieren. Das wiederum führt zu einem weiteren Sell-off der Tech-Werte. Also das ist ein ziemlicher Teufelskreis, den wir da sehen. Hier nochmal die Performance der US-Aktienmärkte gestern. Wir sehen den VIX 18% im Plus, aber vor allem eben den Nasdaq deutlich im Minus. Und wir sehen, der einzige Sektor, der gestern positiv war, das war Energie. Unter den Verlierern Financials nach den Zahlen von Goldman Sachs und Technologie ganz unten mit minus 2,4%. Und wir sehen, dass der Nasdaq jetzt maßgebliche gleitende Durchschnitte gebrochen hat. Der einzige, der jetzt noch nicht gebrochen ist, ist der 200-Tages-Durchschnitt. Der 50er ist schon länger durch, der 100er ist durch. Jetzt ist hier noch der 200er als Auffanglinie in den unteren Chart sehen. Als Auffangbecken vielleicht noch verfügbar. Aber dennoch ist der Aufwärtstrendkanal auch hier gebrochen beim Nasdaq. Wir sehen also einen Trendbruch, der hier offenkundig passiert ist. Und das alles ist das erste Mal, dass wir jetzt seit Beginn des Corona-Crashes letztendlich unter so zentrale gleitende Durchschnitte fallen. Also da ist technisch was kaputt gegangen. Können die Märkte einen Bounce nach oben machen? Absolut, jederzeit. Technische Erholungen sind jederzeit möglich. Aber es braucht irgendwie ein Einknicken der Fed,
damit die Märkte wirklich eine nachhaltige Rallye hinzaubern können, denn es ist dieser potenzielle Entzug von Liquidität, der die Märkte unter Druck bringt. Hier sehen wir mal seit Jahresbeginn und wir sehen die Dickfische. Eine Microsoft 10% im Minus, eine Google immerhin 6% im Minus, Amazon 4,7% im Minus, Apple immerhin 4,3% im Minus, also praktisch ein ganz anderer Jahresauftakt als noch im letzten Jahr. Und wenn wir uns hier mal die einzelnen Sektoren anschauen, seit Jahresbeginn sehen wir, dass nur Energie eigentlich jetzt nachhaltig im Plus ist. Ganz hinten Healthcare, vor allem Biotech, Information Technology, also Tech und Real Estate, also Immobilienwerte, gestern auch wieder stark unter Druck, weil durch eben diese steigenden Anleiherenditen auch Kredite teurer werden, Immobilienkredite teurer werden. Das verringert die Leistbarkeit von Immobilien, deswegen gestern amerikanische Aktien von Homebuildern deutlich unter Druck und eben jetzt die Finanzwerte auch nicht mehr so toll. Nach den Zahlen von JP Morgan und gestern Goldman Sachs, und wir sehen, was da für ein Schaden angerichtet worden ist, auch bei Goldman Sachs. Hier ist man aus einer längeren Seitwärtszone nach unten ausgebrochen, also auch hier ein Trendbruch. Kann sein, dass wir an diesen Seitwärtstrend wieder von unten herankommend ranlaufen, aber die Grundfrage, die hat Goldman Sachs selber gestellt. Es wäre gut für die Finanzwerte, wenn die Fed praktisch die Zinsen anhebt, weil das Wachstum eben gut ist, weil das Wachstum stark ist. Was aber, wenn das Wachstum der Wirtschaft abkühlt, nicht gut ist, wenn die Wirtschaft vielleicht sogar in eine Rezession fällt und die Fed dennoch die Zinsen anhebt? Das ist das große Risiko, das in den Märkten ist. Also praktisch Stagflation, und die Fed ist gezwungen, trotz einer stagnierenden oder sogar kontrahierenden Wirtschaft die Zinsen anzuheben. Das wäre das Worst Case für die Märkte insgesamt, und es wäre auch ein Worst Case vor allem für die Finanzwerte. Gestern ja nochmal in einem solchen Umfeld die Bekanntgabe durch Microsoft, dass man Activision Blizzard kaufen will für 69 Milliarden Dollar, deutlich mehr als der Aktienkurs hergegeben hat, als die Marktkapitalisierung hergegeben hat, die Aktie dementsprechend mit einem Sprung von über 30%. Also in einer Zeit, in der jetzt vielleicht das Geld nicht mehr so locker sitzt, hat sich Microsoft dafür entschieden, jetzt ein solches Unternehmen zu kaufen. Microsoft 10% im Minus seit Jahresbeginn immerhin. Und wir sehen dieses Prinzip TINA, there is no alternative, kommt jetzt immer mehr ins Rutschen, denn die Dividendenrendite beim S&P 500 liegt bei 1,3%. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt jetzt heute Morgen ganz knapp nur noch unter 1,9%. Das heißt, hier haben wir ein Gap. Wenn eine Aktie zum Beispiel oder wenn Aktien im S&P 500 sich das ganze Jahr nicht bewegen würden, dann würde man als Investor ja nur die Dividende verdienen. Da würde jemand, der eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft, eben mehr verdienen. Und das heißt, dass dieses TINA-Prinzip jetzt nicht mehr unangefochten ist, sondern in Frage gestellt ist. Das bringt die Märkte unter Druck. Und wie Lance Roberts hier richtig sagt, die bullische Psychologie ändert sich meistens durch irgendwelche Sachen, die völlig unvorbereitet kommen. Aber jetzt haben wir eben diesen monetären Klimawandel, der von der Fed jetzt angeführt wird. Und das ist immer eine Funktion von Änderungen von Liquidität und dann bedingt wahrscheinlich auch durch schlechtere Earnings, also durch schlechtere Gewinnaussichten für die Unternehmen, weil die Wirtschaft möglicherweise abkühlen wird. Wir sehen jetzt übrigens, by the way, dass Anleihen so günstig sind im Vergleich zu Aktien wie seit dem Mai 2019 nicht mehr. Und Trendbrüche ist vielleicht auch das Wort. Der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, steht kurz davor oder ist sozusagen schon unter die lange Seitwärtsrange gefallen, die wir im Grunde seit einem Jahr hatten. Seit 2021 ging es rauf, runter, runter, rauf. Dann ein Scheinausbruch, ein Fake-Ausbruch nach oben. Jetzt der Ausbruch nach unten oder ein Fake-Ausbruch nach unten, wissen wir noch nicht. Aber wir sehen, es geht jetzt um was bei den Indizes. Da passiert was. Und wir haben unsere Dauerbullen, wie Marco Kolanovic von JP Morgan, der in den USA sehr bekannt ist und immer wieder sagt, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Wer das gemacht hat, der ist jetzt vielleicht ein bisschen was unter Wasser. Der sagt, ja, wir bleiben übergewichtet in Aktien, denn 2022 wird die Pandemie enden, also Corona. Und die Anleiherenditen werden deutlich stärker steigen, aber das können Aktien ganz gut verkraften. Dann meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die jetzt nochmal getwittert hat. Also, guckst du eine Chart hier von Nancy, ich weiß jetzt auch nicht, wer das ist, gell, irgendein Nancy heute, ne?
Die hat einen Chart gemalt, wahrscheinlich aus ihrer blühenden Fantasie. Und das bedeutet oder der deutet darauf hin, dass die Inflation niedriger sein wird als erwartet. Ja, schauen wir gleich mal, ob das passieren wird. Jedenfalls ihr ARK Innovation jetzt über 4% im Minus wieder gestern. Über 50% jetzt von seinem Hoch entfernt. Jetzt aber Inflation. Und das ist das, was gestern Mr. Salomon gesagt hat, das ist der CEO von Goldman Sachs, der gesagt hat, wir sehen Wage Inflation everywhere. Ich spreche mit vielen CEOs, hat er gestern gesagt, und alle sagen, wir haben massive Lohnsteigerungen in unseren Unternehmen. Wir sind also am Beginn oder schon mittendrin einer Lohnpreisspirale. Und jetzt sagt uns also Cathie Wood, nee, vergesst das, weil ihr ganzes Portfolio auf Wachstumswerten basiert, auf jenen Werten, die derzeit verprügelt werden, die dann verprügelt werden, wenn die Fed hawkisch wird, weil sie die Inflation bekämpfen muss, während Cathie Wood eben Deflation erwartet. Naja, vielleicht liegt sie da ein bisschen was daneben. Die CEOs, die in den USA befragt wurden, die sagen, also sind ziemlich gespalten, aber es sagte der größte Teil, dass es mindestens bis Ende 2022 dauern wird, bis die Inflation einigermaßen runterkommt. Und das IFO-Institut heute mit einer druckfrischen Meldung. Viele Unternehmen wollen ihre Preise anheben aus praktisch allen Bereichen, am wenigsten der Einzelhandel, weil der am wenigsten Preissetzungsmacht hat. Aber ganz klar, da haben viele ja schon die Preise angehoben zum 1.1. und das Ganze wird weitergehen. Wir sehen jetzt, dass eben es möglicherweise, wie hier JP Morgans Bob Michel sagt, es ist schlichtweg zu spät jetzt für die Fed. Sie hat zu lange gewartet. Jetzt kann sie ein Soft Landing nicht mehr hinbekommen. Das hätte sie vorher machen können, indem sie schon vorher ein bisschen die Zügel angezogen hätte. Das hat sie versäumt. Jetzt muss sie hinterherlaufen. Wir werden, so sagt Bob Michel, mindestens 3% Leitzins sehen, mal sehen, ob der Mann recht hat. Aber interessanterweise, wenn wir uns jetzt mal die Gold to S&P 500 Ratio angucken, dann könnte es sein, dass Gold aus diesem Abwärtstrend, den es hatte seit im Grunde dem Corona-Crash oder sogar schon davor, dass Gold aus diesem Abwärtstrend in Relation zum S&P 500 ausbrechen kann, also sich besser entwickeln wird, was nicht heißt, dass Gold zwingend steigt, aber eben besser performt als der S&P 500. Und jetzt haben wir eben die Situation, wie gesagt, heute auch morgen auch wieder weiter steigende Anleiherenditen in den USA auf Future-Basis. Wir sehen, dass der Ölpreis weiter steigt. Nachdem hier Psaki, die Sprecherin, gesagt hat, also keine Option ist vom Tisch, weder der Ausschluss der russischen Banken aus SWIFT oder Nord Stream 2. Es könne jederzeit jetzt diese Attacke der Russen auf die Ukraine passieren. Und jetzt gibt es noch einen Pipeline-Shutdown nach einer Attacke auf die Pipeline, die den Irak mit der Türkei verbindet. Das hat den Ölpreis wieder nach oben gebracht und die US-Administration hat gesagt, also wir haben alle Tools, um einen steigenden Ölpreis zu bekämpfen. Naja, man hat ja einen Teil der strategischen Reserven freigegeben, das hat kurzfristig geholfen. Jetzt steht der Ölpreis deutlich höher als zu dem Zeitpunkt, als man die strategischen Reserven freigegeben hat. Jetzt in Sachen Corona, neuer Rekord in Deutschland, ich glaube über 120.000 Fälle heute Morgen. Wir sehen, die Fälle gehen massiv nach oben, aber die Zahl der Intensivpatienten sinkt. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir haben auf der anderen Seite jetzt die Warnung der Bundesbank in Sachen Hausblase in den USA. Da hat sich jetzt die Vizepräsidentin der Bundesbank Claudia Roth dazu geäußert. Und was praktisch ja ziemlich untergegangen ist, ist die Aktion der BaFin, die den Banken vorschreibt, bei Immobilienkrediten jetzt mehr Eigenkapital zu hinterlegen. Ich habe einen Freund, der ist im Immobiliensektor bei einer Bank. Die drehen ein relativ großes Rad und der hat gesagt, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das wird bedeuten, dass die Banken sich jetzt mehr und mehr auf Gewerbeimmobilien fokussieren werden, denn die sind davon nicht betroffen. Und er sagt, der Teufel scheißt wieder mal auf den größten Haufen, denn diejenigen, die viel Geld haben, jetzt als Privatkunden, die werden damit nicht Schwierigkeiten haben, wenn die Kredite sich verteuern. Diejenigen, die sich gerade ebenso eine Immobilie leisten können, werden allerdings Schwierigkeiten haben. Das heißt, mehr Menschen werden aus dem Raster fallen, die sich eine Immobilie leisten können. Dann gibt es viele Firmen, viele Immobilienentwickler, die eher klein bis mittelgroß sind, die werden die Schwierigkeiten bekommen, während die Großen, die Dickfische,
die praktisch sehr gute Kapitalausstattung haben, eben keine Probleme bekommen werden. Das ist dieser Prozess, der durch die ganze grüne Energiewende ohnehin schon passiert. Der Teufel scheißt auf den dicksten Haufen. Die Kapitalstärksten, die werden profitieren, die weniger Kapitalstarken haben ein Problem. So oder so jedenfalls sehen wir, dass nach fast 3 Jahren jetzt die 10-jährige Bundesanleihenrendite, also die Rendite der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, das erste Mal positiv ist mit den 0,03%. Auch das ist für Immobilienkredite wichtig, weil die eben gekoppelt sind teilweise an die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und ganz frisch jetzt die letzte Veröffentlichung der Verbraucherpreise in Deutschland. Und wenn Sie wissen wollen, was bei Ihnen teurer geworden ist, dann schauen Sie sich diesen Artikel mal an. Da wird genau aufgelistet, welche Bereiche teurer geworden sind. Und jetzt wissen wir durch die EZB und durch Cathie Wood, dass das alles natürlich jetzt morgen schon wieder vorbei ist. Gott sei Dank. Aber wenn Sie das anzweifeln, dann schauen Sie bitte mal diesen Artikel an. Dann wissen Sie, worauf Sie sich vielleicht einzustellen haben. Ich werde diesen Artikel unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt das Allerbeste. Erholungen jederzeit möglich. Wir sind überverkauft in manchen Bereichen. Aber wir haben am Freitag den kleinen Verfall. Wir haben dann nächste Woche die Fed. Bis dahin wird es auf jeden Fall volatil bleiben. So viel ist klar. Ich sage Servus und ciao.